Irgendwas sieht doch heute anders aus als sonst, oder? Oh, genau. Nicht mit der Sony gefilmt, sondern mit meinem Smartphone. Und wenn du wissen willst, wie du bessere Videos mit deinem Smartphone hinbekommen kannst, dann bleib am besten dran. Das zeige ich dir nämlich heute. Los geht's wie immer nach dem Intro. Servus, Patrick hier auf dem Pixel und Spätzle-Kanal. Hier geht es um Fotografie, Videografie und alles drumherum. Ich habe mir heute mal das Thema Filmen mit dem Smartphone rausgenommen, weil ich das an sich ganz interessant finde. Diese kleinen Dinger, die wir ja immer dabei haben, die sind mittlerweile echt krass gut geworden, was Bildqualität angeht, zumindest unter guten Lichtbedingungen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich schaue mir das einfach mal an, was man eigentlich für eine Qualität mittlerweile aus den Smartphones rausholen kann und unter welchen Situationen man denn eigentlich sich dann den Einsatz von so einer Kamera hier tatsächlich sparen kann. Ich habe alle Aufnahmen, die ihr hier seht, mit meinem Samsung Galaxy S9 gefilmt. Das ist ein Smartphone, das jetzt so 2, 3 Jahre alt ist, also nicht das allerneueste. Von dem her könnt ihr mal schauen, was man damit so für eine Qualität erreichen kann. Ich glaube, das ist für das Video jetzt gar nicht so schlecht, weil das Smartphone halt mittlerweile eher so der Durchschnitt ist, den die meisten vielleicht dabei haben. Und es ist jetzt nicht einfach das allerneueste Hightech-Smartphone. Jetzt aktuell benutze ich hier noch so ein kleines günstiges Ansteck-Lavalier-Mikrofon. Und das Ganze habe ich auf einem Stativ mit so einer Klemme für Smartphone. Und außerdem habe ich noch so ein kleines Handstativ, um die anderen Sachen zu filmen, die im Video dann noch kommen. Darauf werde ich später aber noch ein bisschen genauer eingehen. Warum bin ich jetzt eigentlich auf das Thema Filmen mit dem Smartphone gekommen? Gut, das ist eigentlich ziemlich simpel. Die Smartphones, die sind mittlerweile technisch so extrem weit entwickelt und die sind halt einfach klein, leicht, immer dabei. Ich habe nicht das Problem, dass die Batterie von dem Ding hier nicht aufgeladen ist, dass ich meine SD-Karte vergesse. Ich habe einfach den Komfort, dass ich jederzeit losfilmen kann, wenn denn der Akku aufgeladen ist. Wir haben ja nebenher noch einen Reisekanal, der nennt sich Spätzle2Go und da sind wir immer auch auf der Suche nach neuen kleinen Kameras, die wir halt einfach mitnehmen können auf unsere Reisen. Und das war auch so ein Anlass, sich das Smartphone einfach mal anzuschauen, weil das hat man ja sowieso immer dabei. Wieso jetzt überhaupt so ein ganzes Video zu dem Thema? Man kann sich einfach das Smartphone nehmen, Kamera-App, Film starten, fertig. Ja, ich habe ja gesagt, ich will euch mal so ein paar Sachen zeigen, wie man einfach noch mehr aus dem Gerät halt rausholen kann. Denn die Dinger bieten halt sehr viel Potenzial, wenn man denn noch zusätzliche Sachen nutzt, um einfach sein Level schnell auf ein anderes Level zu heben. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Das Problem ist ganz einfach, wenn man nur sein Smartphone nimmt, die Kamera-App und sonst nichts, dann hat man halt oft Beschränkungen. Man kann unter Umständen keine Bildraten auswählen. Also ich filme hier zum Beispiel gerade in 25 FPS. Bei den meisten Smartphones kann man auch die Bitrate von dem Videomaterial nicht einstellen. Und gerade die Bitrate ist sehr entscheidend, wie gut dann das Material ist. Es ist nicht immer so, dass 4K zum Beispiel deutlich besser ist als Full HD. Das hängt immer von der Bitrate zusammen. Und die Bitrate beschreibt im Endeffekt, wie viele Daten denn in dem Video vorhanden sind. Das bedeutet, wenn ich 4K-Material mit einer geringen Bitrate anschaue, im Vergleich zu Full HD mit einer hohen Bitrate, kann es durchaus sein, dass das Full HD-Bild irgendwie besser ausschaut, weil man einfach doch mehr Informationen da drin hat. Die internen Mikrofone von so einem Smartphone, die sind mittlerweile schon ziemlich gut, gerade weil natürlich so ein Smartphone auch gedacht ist, damit zu telefonieren. Aber es ist natürlich immer besser, wenn man ein externes Mikrofon nutzt. Ich nutze hier so ein günstiges Lavalier-Mikrofon. Das kostet wirklich nur 10 Euro, steckt mir unten ins Smartphone ein und hat wirklich einen deutlich besseren Ton. Vor allem auch, wenn es mal ein bisschen windig ist. Viele von den neuen Smartphones haben ja keinen Klinkeanschluss mehr. Das ist aber meistens auch nicht so problematisch. Da gibt es von den Herstellern meistens Adapter, die dann einfach USB-C auf Klinke umwandeln oder halt das dementsprechende Kabel bei Apple gibt es auch. Und damit soll es eigentlich kein großes Problem mehr sein, so ein Mikrofon ans Smartphone anzuschließen. Ein weiterer Punkt, dem man sich bewusst sein muss, wenn man denn die normale Kamera-App auf dem Smartphone benutzt, ist, dass man hier einfach auf das Bildprofil beschränkt ist, das der Hersteller mitliefert. Das bedeutet, gerade bei Samsung sind die Videos oft sehr kontrastreich und farbenreich. Und wenn man halt diesen Look nicht unbedingt will, dann bekommt man den halt nur sehr schnell weg. Und genau, dieses Bildprofil kann man halt bei den meisten
Handys nicht einstellen. Wenn man dann ein bisschen mehr in den professionelleren Bereich geht, dann hat man bei den Smartphones halt meistens das Problem, dass man auch den Shutter Speed nicht einstellen kann. Das ist halt auch nicht immer ganz schön. Man versucht halt immer einen richtigen Shutter Speed für seine Framerate einzustellen, weil dann hat man einen schönen Motion Blur bei Bewegungen und das macht das Ganze auch ein bisschen hochwertiger. Zugegeben, ich habe das bei mir jetzt auch nicht eingestellt, weil ich eben für mein Smartphone keine ND-Filter habe. Die braucht man in den meisten Bedingungen einfach dann, um quasi ein bisschen das Licht zu reduzieren, das auf den Sensor kommt, damit man die Belichtungszeit für den Motion Blur ein bisschen hochsetzen kann. Das geht jetzt aber ein bisschen zu weit für dieses Video. Da gibt es auch zig Videos auf YouTube, die den Zusammenhang zwischen Shutter Speed, ISO und Blende erklären. Wir gucken uns heute einfach ein paar andere Sachen an. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, wie krass der technische Fortschritt bei den Smartphones ist, aber andererseits habe ich euch erklärt, was eigentlich uns daran hindert, so richtig gute Videos damit zu machen. Wie passt das jetzt zusammen oder was ist die Abhilfe dafür? Gut, die Abhilfe ist eigentlich ziemlich simpel. Wenn wir ein Video machen, dann besteht es aus zwei Teilen. Das sind einmal die Bilder, die bewegten Bilder, und andererseits der Ton. Der eine Part ist relativ einfach abgehandelt. Wie gesagt, ich habe hier so ein kleines Lavalier-Mikrofon angeschlossen. Das verbessert den Ton schon mal deutlich, vor allem wenn man ein bisschen von dem Gerät weg ist, weil hier einfach viel von dem Hall aus dem Raum hier zum Beispiel weggenommen wird oder Windgeräusche und so weiter. Also hier haben wir eigentlich relativ einfach eine schnelle Verbesserung. Und auf der anderen Seite, um das Bild zu verbessern, haben wir auch eine sehr coole Möglichkeit. Ich habe hier die App Filmic Pro auf meinem Smartphone installiert. Mit der kann man wirklich die maximale Bildqualität aus seinem Smartphone rausholen. Und was damit alles so geht, das zeige ich euch später noch in dem Video. Die App Filmic Pro, die kostet 13 Euro für Android. Für iOS müsst ihr ungefähr den gleichen Preis haben, vielleicht minimal teurer. Und ist eigentlich ganz fair, wenn man sich überlegt, dass man eben damit deutlich mehr aus seinem Smartphone rausholen kann und man für so ein Ding hier schnell mal ein paar 100 oder 1000 Euro los ist. Ich finde, das Geld ist einfach ganz gut investiert. Für weitere 12 Euro kann man sich dann noch unterschiedliche Videoprofile dazu kaufen, also so einen flachen Modus und einen Log-Modus. Jetzt will ich euch aber erstmal so ein paar Eindrücke zeigen, die ich nur mit dem Smartphone gefilmt habe und wirklich nur mit dem Smartphone. But that's just me, I'm gonna live out in defiance. Das sieht doch wirklich gut aus, oder? Übrigens, wenn dir das Video gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt. Abonniere auch gerne meinen Kanal und mach die Glocke an, um in Zukunft eine Benachrichtigung zu bekommen, wenn ich das nächste Video hochlade. Und wenn du noch Fragen, Anregungen oder sonstige Themen hast, schreib sie einfach gern unten in die Kommentare. Ich habe vor kurzem noch eine kleine Facebook-Community gegründet, um mich ein bisschen besser mit euch austauschen zu können, damit wir uns alle gegenseitig helfen können. Wenn dich das interessiert, schau mal unten in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren vorbei, da lasse ich dir meinen Link dafür da. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal, was man in der App so alles einstellen kann, was ich so benutze, um meine Videos damit ein bisschen besser zu machen. Und deswegen, ich mache das Screen Recording an und wir springen jetzt gleich mal in das Smartphone rein. So, ich bin jetzt in der App, ich habe die mal kurz zurückgesetzt, dann ist es so, wie wenn man die eben frisch startet, so wie die bei euch aufs Smartphone kommt. Wir fangen mal an. Auf der rechten Seite, da seht ihr schon, da zappelt so ein Lautstärke-Messer hin und her. Der ist einfach nur wichtig für euch, damit ihr darauf achtet, dass eure Töne nicht übersteuern. Das sollte sich immer hier so in dem oberen gelben Bereich bewegen und niemals bis oben in den Anschlag gehen, weil dann hat man eben Clipping im Ton und das ist dann halt ein Problem, weil sich das nie gut anhört. Gut, dann weiter unten haben wir den Aufnahme-Button, den Play-Button, um uns die aufgezeichneten Videos anzuschauen und dann eben schon das Einstellungsmenü. In dem Einstellungsmenü können wir natürlich unsere Auflösung einstellen. Aktuell ist die auf 1080p. Hier werde ich die mal hochsetzen auf 4K. Das ist das, was ich normalerweise benutze. Und wir hätten dann auch die Möglichkeit, verschiedene Aspect Ratios einzustellen, wenn wir gleich einen bestimmten Look erzielen wollen. Zum Beispiel, wenn wir für Instagram filmen sollten.
aber ich lasse das hier auf 16:9. Dann haben wir eine sehr coole Möglichkeit hier, nämlich die Bitrate einzustellen. Und standardmäßig steht die auf Filmic-Qualität, aber ich kann die auch auf Filmic Extreme stellen. Und dann habe ich halt die höchste Bitrate zur Verfügung, die mir die Kamera liefern kann. Und somit bekomme ich dann auch einfach das allerbeste Ergebnis vom Video, das halt die Kamera liefern kann. Der Nachteil davon ist natürlich, dass es mehr Speicherplatz braucht. Wenn wir die Auflösung umgestellt haben, können wir hier auf die Bildrate gehen. Hier haben wir dann die gängigen Bildraten zur Verfügung. In Europa würde ich auf 25 oder 30 FPS gehen. 25 ist der PAL-Standard, aber da gibt es auch genug Videos, die das erklären. Ich filme immer mit 4K 25 FPS. Wenn wir zum Beispiel im Urlaub sind, in einem NTSC-Land wie den USA, dann filme ich immer mit 30 FPS. Und hier kann ich dann meine FPS einstellen auf 25. Ich könnte noch unterscheiden in Aufnahme- und Wiedergabe-FPS. Das ist einfach dafür da, dass ich gleich eine Zeitrafferaufnahme machen könnte oder Slow-Motion-Aufnahme. Aber ich mache, wie gesagt, alles im Post und deswegen lasse ich Aufnahme und Wiedergabe beim gleichen Wert. Im Bereich Audio könnte ich jetzt hier vom Kameramikrofon umswitchen auf mein externes Mikrofon. Bei den Voreinstellungen kann ich mir dann verschiedene Sachen, die ich hier in der App einstelle, mir abspeichern als Preset und die später dann wieder aufrufen. Zum Beispiel könnte ich mir hier 4K einstellen und einmal ein 1080p mit 60 oder 120 FPS, um dann schöne Slow Motions machen zu können. Im Bereich CMS kann ich mir, wenn es denn mein Handy unterstützt, den externen Speicher auswählen. Ich habe ein Android-Handy und zwar ein Samsung und da ist halt der Vorteil, dass ich eine externe Speicherkarte einlegen kann und direkt auf die recorden. Der nächste interessante Bereich ist hier unten OIS, das ist die Stabilisierung vom Smartphone. Die kann ich hier entweder ein- oder ausschalten. Je nachdem, wie neu das Smartphone ist, würde ich damit ein bisschen aufpassen. Bei den neueren Smartphones ist das eigentlich kein Problem, da liefert diese Stabilisierung eigentlich immer gute Ergebnisse. Bei den alten Smartphones würde ich da ein bisschen aufpassen, das ist einfach mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, weil dann einfach ganz oft der Hintergrund so ein bisschen hin und her wabbelt und das sieht dann wirklich nicht gut aus. Natürlich kann ich auch die Kamera umdrehen, um dann meine Selfie-Cam zu benutzen. Bei meinem Smartphone ist sie nicht besonders gut, deswegen lasse ich das in der Regel. Das sind eigentlich schon die größten Sachen, die man hier einstellen kann. Dann gehen wir hier wieder raus. So, jetzt hier unten haben wir dann eine Anzeige, da ist der Zeitstempel zu sehen, dass wir in 4K und 25 FPS filmen. Einmal drauf getippt, zeigt mir dann das Histogramm an. Von links nach rechts sehe ich hier die dunklen und die hellen Bereiche. Wenn ich jetzt mit meiner Lampe hier ein bisschen weiter hingehe, dann sollte das Ganze ein bisschen nach rechts wandern. So, genau. Als nächsten wichtigen Punkt haben wir hier in der Mitte vom Bildschirm zwei Symbole. Wir haben einmal einen Kreis, den wir hin und her ziehen können, und einmal ein Viereck, das wir genauso hin und her ziehen können. Das Viereck ist schnell erklärt. Wenn ich das jetzt mal hier nach oben ziehe, seht ihr schon, dann wird der Fokus hier hingesetzt. Kann den auch weiter nach hinten setzen oder hier in den Vordergrund. Das ist einfach dafür da, damit wir hier unseren passenden Fokuspunkt auswählen können. Wenn wir einen passenden Fokuspunkt gefunden haben und den dann locken wollen, dann tippen wir einmal hier drauf, dann wird das Ganze rot. Und wenn ich dann in der Aufnahme bin, dann wird der sich nicht mehr verändern. Ich kann dann auch noch einen anderen Fokusmodus benutzen, nämlich wenn ich nicht so genau weiß, was ich eigentlich dann im Fokus haben werde später. Also wenn ich mich zum Beispiel mit der hinteren Kamera selber filme, dann kann ich hier doppelt tippen, dann wird das Symbol groß und dann habe ich einfach einen größeren Fokusbereich und so kann man auf Nummer sicher gehen, dass man da auch selber immer gut im Fokus ist. Auch hier kann ich das Ganze wieder sperren. Mit dem Kreis kann ich dann die Belichtung einstellen, wenn ich sozusagen manuell filme. Wenn ich jetzt hier mal in den dunklen Bereich gehe, dann sieht man schon, dass das ganze Bild ein bisschen heller wird. Wenn ich hier auf diese helle Karte gehe, dann sieht man schon, dass es dann eben entsprechend dunkel wird. Und so kann ich einfach in dem Bereich von meinem Display die passende Belichtung auswählen. Die könnte ich auch wieder locken oder mit einem Doppeltipp eben über den gesamten Bildschirm mir eine passende Belichtung auswählen. Und auch hier könnte man die wieder locken. Dann haben wir, wenn wir hier weitergehen, noch die Möglichkeit, uns verschiedene Hilfsfunktionen einzuschalten. Hier unten auf dem A. Es erscheint dann oben eine Leiste von Symbolen, einmal so ein Zebra. Da wird mir einfach angezeigt, in welchen Bereichen das Bild über- und unterbelichtet ist. Das heißt, hier rot-weiße Zebras ist überbelichtet und blau-schwarze Zebras ist unterbelichtet. Genauso haben wir hier noch eben eine andere Ansicht. Bei FP, da haben wir dann die Möglichkeit, uns anzuschauen, wie und wo der Fokus sitzt.
Und dann kann ich noch rüber wechseln auf diesen Kreis mit dem Punkt in der Mitte. Und hier hätte ich dann die kompletten manuellen Einstellungen zur Verfügung. Auf der linken Seite haben wir dann die Möglichkeit, mit diesem Drehrad die Belichtung einzustellen. Und auf der rechten Seite können wir Fokus und Zoom einstellen. Relativ interessant sind natürlich die Belichtungseinstellungen. Ich kann hier auf meinem Smartphone die Blende umschalten zwischen 1.5 und 2.4. Wenn ich jetzt in 4K 25 FPS filme, dann versuche ich auch immer mit dem Shutter von einem 50stel zu filmen. Das ist einfach so eine grobe Regel, dass man immer mit der doppelten Framerate filmen sollte. Also 25 FPS heißt 1/50 Shutter. 100 FPS wäre dann 1/200 und das kann man sich dann auch, wenn man drauf tippt, einmal locken. Und wenn ich dann hier den Slider bewege, dann seht ihr schon, hier oben die Zahl verändert sich dann und das ist der ISO-Wert. Den versucht man ja standardmäßig eigentlich so klein wie möglich zu halten. Wie gesagt, wenn ich das nicht möchte, dann gehe ich einfach wieder hier raus und mache diese Symbole hier weiß, dann ist einfach sozusagen die Automatik aktiv. Und jetzt kommen wir dann schon auf diese drei ineinander gefassten Kreise. Wenn ich da mal drauf tippe, dann habe ich die Möglichkeit, meinen Weißabgleich zu setzen. Entweder wenn ich hier direkt im Bildschirm rumfahre oder ich kann auch hier diese Slider bewegen. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, verschiedene Presets hier auszuwählen. Ich kann mir auch Presets unter A und B abspeichern. Oder ich benutze die Auto White Balance, die wäre jetzt aktiv. Nochmal drauf getippt, sperrt das Ganze. Nochmal drauf getippt, wenn es orange wird, sperrt den Weißabgleich, den automatischen, wenn man in der Aufnahme ist. So kann ich halt auf Nummer sicher gehen, dass sich der Weißabgleich während der Aufnahme nicht ändert. Wenn ich jetzt einen Reiter weiter nach unten gehe, dann kann man eben diese Videoprofile auswählen. Standardmäßig ist das Profil Natural dabei. Ich kann aber jetzt hier mit dieser Erweiterung für die 12 Euro auch auf Dynamic umschalten, auf Flat oder auf Lock. Und das sollte mir dann einfach in der Post-Production noch mehr Vorteile geben. Im letzten Reiter könnte ich hier noch meine Sättigung und die Dynamik anpassen. Das lasse ich jetzt aber einfach mal auf Standard. Ja, das war so der grobe Überblick über die größten Features, die diese App so bietet. Und weil wir ja jetzt gerade bei den Bildprofilen waren, habe ich natürlich noch ein paar Demoaufnahmen gemacht, um euch die unterschiedlichen Profile mal zu zeigen, damit ihr euch entscheiden könnt, ob ihr die 12 Euro für diese Profile noch ausgeben wollt oder ob ihr lieber einfach in dem normalen Profil filmen wollt, das bei der Filmic Pro App schon dabei ist. Diese Demoaufnahmen zeige ich euch jetzt. Okay, dann kommen wir jetzt mal noch zu einem kleinen Fazit. Ist die Filmic Pro App ihr Geld wert? Gut, im Endeffekt müsst ihr das für euch entscheiden. Ich finde auf jeden Fall, die 13 Euro sind für die App und was man damit machen kann, wirklich gerechtfertigt. Ob ihr die weiteren 12 Euro dann noch für diese Bildprofile ausgeben wollt, das müsst ihr natürlich noch entscheiden. Ich finde es halt ganz cool, ich habe das jetzt mal ausprobiert, einfach für mich und natürlich auch, um das für euch mal zu testen. Ich finde es cool, dass man hier diese Möglichkeit hat und so ein bisschen flexibler wird. Und deswegen werde ich natürlich diese Profile weiterhin ausprobieren und einfach in Zukunft auch ein bisschen noch damit rumspielen. Wie gesagt, Video besteht eben aus Ton und Bewegtbild. Für das Bewegtbild habt ihr hier eine coole Möglichkeit mit der Filmic Pro App und der Ton, der muss auch nicht besonders teuer sein. Wie gesagt, hier 10 Euro für dieses Mikrofon. Die Sachen, die ich jetzt hier benutzt habe, auch meinen kleinen Mini-Tripod und den Smartphone-Halter, das Mikrofon, das werde ich euch alles mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr das auch mal anschauen und dann könnt ihr euch natürlich entscheiden, ob ihr die Sachen auch kaufen wollt. Also, ich finde die App auf jeden Fall sehr cool. Für gelegentliche Aufnahmen zwischendurch ist es auf jeden Fall geeignet, wenn man sich gerade einen YouTube-Kanal aufbaut oder da auch ein bisschen professioneller weitermachen will mit seinem Smartphone, dann kann man das wirklich sehr gut tun mit der Filmic Pro App und die Qualität reicht für YouTube allemal.
Wo man ein bisschen aufpassen sollte, das sind dann eben schlechtere Lichtbedingungen. Es ist einfach so, wenn es ein bisschen dunkler wird, dann haben die kleinen Sensoren von den Smartphones halt Probleme und man bekommt sehr viel Rauschen ins Bild. Da kommt halt dann wieder der Vorteil von so einer Kamera mit so einem riesigen Sensor zum Tragen. Die sind da einfach bei schlechten Lichtbedingungen tausendmal besser. Aber wenn man darauf achtet und seine Szene immer möglichst hell gestaltet und ein bisschen ausleuchtet, dann bekommt man auf jeden Fall super Ergebnisse, natürlich auch mit dem Smartphone. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie du zu dem Thema stehst. Kommt es für dich in Frage, mehr mit dem Smartphone zu filmen, mit der Filmic Pro App, oder benutzt du eine andere App oder benutzt du weiterhin nur deine Kamera? Mich würde interessieren, wie ihr das Thema seht. Ich finde es auf jeden Fall ganz interessant und werde es in Zukunft natürlich auch weiter beobachten, weil der technische Fortschritt gerade in den Smartphones ist natürlich gigantisch. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt. Das hilft mir einfach weiter, meinen Kanal weiter aufzubauen. Wenn du in Zukunft keines meiner Videos mehr verpassen willst, dann abonniere meinen Kanal und mach die Glocke an, dann bekommst du eine Benachrichtigung, wenn ich das nächste Video hochlade. Und wenn du noch Fragen, Anregungen oder Wünsche hast, schreib es mir unten in die Videokommentare oder komm einfach rüber in die Facebook-Community. Da können wir uns natürlich auch noch ein bisschen austauschen. Das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin raus für heute. Ciao.